Liebe Leute, hier ist euer Drakner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis mit dem Osmanischen Reich und meinem Versuch einer Welteroberung. Wir befinden uns im Krieg gegen Frankreich. Wir haben Frankreich den Krieg erklärt. Wir wollen unseren Vasallen Toulouse etwas vergrößern. Nebenbei sind wir natürlich mit Ungarn, Bretagne und Lothringen im Krieg. Krieg ist eher nur pro forma, deswegen eigentlich ist er schon so gut wie vorbei. Wir müssen nur noch ein bisschen besetzen. Ja, ein bisschen Feinschliff betreiben quasi. Mehr ist es gar nicht mehr. Das müssen wir noch besetzen. Hier müssen wir noch rein. Tierhala hat eine Manufaktur, Grundmannstärke in Konstantinopel 34, werden wir ganz gewiss nicht machen. Eriwan hat eine Moschee, das werden wir tun. Eine Moschee irgendwo hinstellen ist immer eine super Quest. Das weg, hier, Moschee. Moschee. Sehr schön. Eine Moschee oder eine Kirche ist immer ein gutes Gebäude, immer. Gibt es keine andere Diskussion, immer. So, dann Ungarn ist quasi besiegt. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit Ungarn? Oh, Selim muss stehen. Moment. Selim ist unser König, Ahmed ist der Thronfolger. Schickt Meuchelmörder, um Ahmed zu töten. Munira verliert Gunst, das ist die Königin. Aber 5, 3, 8, unser Thronfolger ist gut. Wir verbannen mal die Königin. Ob das jetzt gut war oder nicht, weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Aber ich würde gerne den Thronfolger gerne behalten. Der ist nämlich schon sehr gut. So. Gut. Damit wäre Ungarn eigentlich abgeschlossen. Die Truppen lassen wir jetzt mal hier stehen. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben mehrere Truppen auf die lange Reise hier rüber geschickt. Hier stehen 25. Ja, okay, sind angekommen. Sind angekommen. Das heißt, wir marschieren mal und besetzen ein bisschen was. Okay, hier oben ist kein Anführer drin, der gerade in der Belagerung drin steht. Ist in Ordnung. Da hinten haben wir Aufständische. Da werden wir mal prompt jemanden nach hinten schicken. Und dann lassen wir das jetzt hier mal gut sein. Die Frage ist, wollen wir irgendetwas von Ungarn? Das ist die große Frage. Oder nehmen wir Ungarn einfach so raus? Das da unten ist auch alles Ungarn. Das alleine sind schon 97%. Eigentlich, glaube ich, möchte ich von Ungarn gar nichts. Ich habe Verbindung zu Österreich. Polen-Litauen habe ich über die Krim. 4 Entwicklung kann ich plündern. Das machen wir. Das machen wir. Und dann geh einfach nur weg, Ungarn. Dann haben wir freie Truppen. Das ist gut. Und können jetzt uns komplett auf hier hinten Frankreich konzentrieren. Wir könnten uns schon mal überlegen, wo wir den nächsten Krieg führen wollen. Ich wäre ja eigentlich dafür, dass wir wieder nach Indien gehen. Weil hier hinten sind mir die Koalitionen tatsächlich auch relativ egal. Oder wir könnten Transoxanien, die hat eine schöne Hauptstadt, haben wir gesagt, ja, mit Samarkand. Wenn wir uns mal nach hier nach hinten ein bisschen fressen. Naja gut, auf jeden Fall, also gut, das ist ja auch Asien. Auf jeden Fall bin ich mir soweit einig, dass wir irgendwo nach Asien gehen. Deswegen schieben wir schon mal unsere Truppen nach hinten. Du marschierst eh schon. Hier geht jetzt auch. Karakunlu könnten wir auch mal irgendwann. Aber erstmal machen wir dann Asien. Also Transoxanien. Wir könnten schon mal hier alles an Toulouse geben. Das ist eh schon besetzt durch Toulouse. Okay. Beim Toulouse selber bräuchten wir ja eigentlich. Aber dann gehen wir mal hier noch hin. Könnten wir jetzt sogar eine Grenze mit England machen, wenn wir das hier unten alles, wenn wir hier auch noch nehmen. Berg hat ein goldenes Zeitalter. Lyon ist gefallen. Und das wird auf jeden Fall auch noch Toulouse. Toulouse. Okay, und so viel wird es dann eh nicht. Ein General ist tot. Mal nach Armagnac. Hier, glaube ich, ist kein Anführerin zugeteilt. Hier ist einer drinnen. Und da ist auch einer theoretisch drinnen. Passt also schon. Du marschierst mal weiter nach Paris. Töte Paris, bitteschön. Oh. Ein neuer Gemahl taucht auf, 444. Oder ein neuer rechtmäßiger Erbe, 234, garantiert. Nicht Anspruch. Neuer Gemahl, ist mir egal. Es passt, aber wir haben unseren König noch. Also unseren Thronfolger noch. Das finde ich relativ wichtig tatsächlich. Was macht denn jetzt England hier? Hat auch Frankreich den Krieg erklärt? Aha. England will auch ein Stück vom Kuchen. Schade, dass ich Frankreich nicht vassalisieren kann. Uah. Wäre ein bisschen witzig. So von wegen Krieg gegen England. Hasankayev, mir egal. Fantastisch. Kosten, Infanterie und so weniger. Ja, ist wirklich fantastisch. Wie schaut's denn hier aus? Okay. Konstantinopel hätten wir's gleich. Hat schon jemand gefördert? Ja. Österreich. Wobei gefördert, weiß ich nicht. Schaut so aus ein bisschen. Ja, ein bisschen was hat schon gefördert, aber alles nicht so wild. Wie schaut hier aus? 90%. Mhm. Oh, hier Frankreich. 21.000 Truppen. Aber heißt für uns, wir werden jetzt mal kurz eine neue Armee gründen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich hoffe, das waren jetzt 15. Alle nach Konstantinopel. Schauen wir mal. Nein, einer fehlt. Einer fehlt, aber nicht so schlimm. Dann bauen wir den einen da noch rein. Jetzt haben wir zwei gebaut. War jetzt doof. Einer weg. Einer weg. So. Und dann wollen wir hier 1, 2, 3, 4 und 6 Kanonen. Dann haben wir hinten eine Armee stehen. Gut, du marschierst mal dahin. Du marschierst mal dahin. Du marschierst mal dahin. Wir sagen mal Toulouse. 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 Wir schauen mal kurz, was mit Frankreich geht. Okay, wir werden nehmen. Wir werden definitiv nehmen. Genau, wir werden uns das nochmal ein bisschen genauer angucken. Hier. Toulouse, 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 Toulouse. Kernprovinzen zurückgeben. Und dann so zum Beispiel. Und Grenze zu England. Das schaut doch eigentlich richtig gut aus hier. Koalition kann mir am Arsch vorbeigehen. Das ist doch richtig schön. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen. Ein bisschen müssen wir noch erobern. Beispielsweise Lothringen müssen wir noch. Bretagne und Lothringen, genau. Lothringen nur ein Gebiet? Ja, anscheinend. Dann marschier mal dahinter, bitte. Du holst dir das mal, bitte. Paris ist gefallen. Ja. Alles kein Problem hier hinten. Alles kein Problem. Eine Kanone fehlt hier noch. Oh, Frankreich möchte Frieden. Ja, aber sie wollen nicht den Frieden, den ich möchte. Stabi. Ja, da werden wir auf jeden Fall die Stabi nehmen. Wenn wir schon Stabi geschenkt bekommen, werden wir das auf jeden Fall nehmen. Holen wir uns mal hier kurz den General und dann marschieren wir mal gegen Frankreich. Oder erstmal gegen Lothringen. Na? Da ist das Schloss. Ich hätte mal schon mal. Metz ist gewonnen. Okay. Wir könnten jetzt die Schlacht hier schlagen. Was wir auch tun, weil... Nee, Frankreich jetzt nicht mich angreift. Schade. Lothringen, gib mir mal dein ganzes Geld. Lass dich vielleicht plündern. Tierentwicklung. Kriegsreparation. Nehmen wir. Lothringen ist raus. Und dann marschieren wir mal hier runter in die Bretagne rein. Ah, ups. Da habe ich ja was vergessen. Transoxanien. Du bist im Krieg. Interessiert mich nicht die Bohne. Nogai und Afghanistan. Hört sich interessant an für mich. Wir haben keinen Kriegsgrund. Nein. Jetzt wollte ich gleich den Krieg erklären. Ich wollte gleich den Krieg erklären und das ging nicht. Na gut. Wir werden es abwarten können. Wir werden es abwarten können. Okay, ich glaube, jetzt können wir... Wollen wir einen extra Krieg mit der einen extra Frieden mit der Bretagne? Schauen wir mal. Geld, Kriegsreparationen. Hier Entwicklung nehmen wir. Und dann haben wir die ersten 25.000 Mann hier. Hier. Und dort. Und wir warten mal kurz einen Tag. Da unten noch eine. Ein Diplomat. Jetzt hat. So, so wird der Frieden sein. Gib mir noch dein ganzes Geld. So wird der Frieden sein. Dann herzlich willkommen, Toulouse. Schaut doch gut aus. Toulouse schaut doch gar nicht so schlecht aus. Müssen wir eigentlich irgendjemanden bei uns aus der Schuldenfalle mal raushauen? Ja, hier. Was, Syrien? Das wundert mich ja. Meva auch. Die Krim? Nein. Da war es hier auch nicht. Das ist doch schön. Ja. Genau. Ihr alle marschiert nach hinten. Das ist gut. Und ihr geht mal direkt hier runter. Eine Flotte hier kann reparieren fahren. Kann ich die mal aufwerten? Ja, können wir gleich machen. Können wir gleich machen. Und wir stecken hier mal noch ein bisschen Geld rein. Fertig. Geil. Sehr schön. Sehr schön. So. Aufwerten. Noch ein paar Schiffe bauen. Also könnte man schon, aber wäre ein bisschen doof. Deswegen bauen wir einfach mal noch. Gehen wir mal kurz durch. Werkstätten, ja. Bauen wir mal welche. Tempel bauen wir auch. Kaserne. Bauen wir nicht so viele. Dann bauen wir lieber noch Manufakturen. So. Spionagenetzwerk 8. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Da brauchen wir noch kurz. Unsere Armeen haben eine schöne Größe. Okay, den Verschleiß lassen wir dabei. Es ist dabei in Ordnung. Das ist der Verschleiß von den Armeen, die sich sowieso bald in Bewegung setzen müssen. Nogai, Afghanistan. Okay. Kann in Technologie investieren. 862. Bisschen sehr teuer. Ja, verbreitet sich schon gut. Können wir abwarten. Können wir abwarten. So, England, Frankreich wird jetzt noch von England besetzt. Ja, und irgendwie sowas müssten wir halt dann auch mal so einen Krieg anfangen. Portugal wäre eigentlich ganz nett. Verbündet mit Großbritannien und Kastilien. Das ist eigentlich hart, damit wir mal in die USA rüberkommen. Ja, das ist natürlich so sehr bitter. Oder halt dann mit England einfach. Oder halt dann einfach England. Wir könnten eh mal sagen, hier Anspruch. Wir wollen das hier alles haben. So. Dann hätten wir da auch schon mal gezeigt, was Sache ist. Oh, hier. Moskau. Könnten wir eigentlich auch bald mal wieder reingehen. So, wie schaut es denn aus? 26%. Yeah. Hallo, Transoxanien. Gehen wir da schnell rein. Transoxanien. Krieg erklären. Wer ist denn Fergana? Die Frage ist, ob wir irgendwas von Afghanistan wollen. Die Frage ist, ob wir was eigentlich von was wir von Transoxanien wollen. Ich meine, die haben eine geile Hauptstadt. Aber gut, wir könnten Usbekistan, dann Euraten. Ja, komm, wir machen auf jeden Fall mal. Wir machen es einfach genauso, wie es jetzt da steht. Rein da. Anführer. 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 Gut. Du marschierst auf die Festung. Du marschierst auf die Festung. Ja, ja. Koalition ist okay. Weil unsere Verbündeten natürlich alle gerade im Krieg sind, gell? Vor allen Dingen gegeneinander im Krieg. Vor allem gerade gegeneinander im Krieg. Die Truppen hier sollen eigentlich Toulouse helfen. Falls es zu Rebellen kommen könnte oder kommt, was durchaus passieren wird wahrscheinlich. Ja. Wie groß ist die Koalition? Schauen wir mal. Eieiei. Okay, da ist jetzt noch Delhi und Mara dabei. Aber das ist jetzt schon mal eigentlich ordentlich. Hätte ich nicht erwartet. Schon wieder. Okay, wir schauen mal, was Ahmed direkt zu sagen hat. Okay, wir haben Drohnenwärter. Ein neuer Adeliger 343. Schade. Schade, schade, schade. Gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Okay, hier haben wir. Du kannst eigentlich hier auch stehen bleiben. Der Kemal darf Armee wechseln. Und nur wegen der Koalition werden wir jetzt direkt noch eine Armee ausheben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na, du nicht. Du marschierst schon da rein. Marschierst schon mal da hinein. Okay, der Krieg hier oben ist ja auch eher pro forma. Wir haben noch ein paar Punkte zum Ausgeben. Hier das Geld sparen wir schon mal. 746 ist mir noch... Nee. Wir warten, bis wir gefördert haben. Da verteile ich lieber noch ein bisschen. So. Der erste ist raus. Da müssen wir dann eh schauen. Ich meine, wir haben jetzt schon eine Koalition. Ob wir, ja, Nogai lassen wir einfach raus. G ist mir alles vollkommen egal. Ob wir dann überhaupt uns irgendwas großartig nehmen wollen. Da nochmal schnell hinterher. Immer noch nicht gewiped. Wo gehst du hin? Nach Athen. Savoyen ist nach wie vor Kaiser. Krieg vorbei. Krieg ist vorbei. Die Katholiken haben gewonnen. Ja, auf jeden Fall gut für uns, dass der Krieg jetzt vorbei ist. Weil jetzt sind unsere Verbündeten theoretisch auch einsatzbereit. Von dem her alles okay für uns. Also so wegen Koalitionskrieg und so. Teheran. Hier ist genügend Unterstützung. Geh mal du darüber. Savoyen ist in der Koalition. Das ist natürlich jetzt hart. Wegen Österreich. Das hatte ich ja eigentlich so gar nicht auf dem Schirm. Afghanistan, willst du denn schon raus? Nein. Jetzt muss ich wegen der Koalition halt tatsächlich auch noch aufpassen. Stinkt jetzt ein bisschen. Hätte ich halt nicht gedacht vorher. Die Koalition ist schon so groß wie wir. Muss hier mal ein bisschen ein paar Truppen wegrennen, rechnen. Koalition ist schon so groß wie wir. Wenn mich jetzt da schauen wir ganz kurz. Okay. Das kriege ich jetzt nicht. Okay, dann lass was. Ich voll der. Jetzt habe ich auf. Oh Gott, ich. Verklickt. Ich habe mich verklickt. Ich wollte wenigstens Gold und das alles haben. Jetzt mache ich einen weißen Frieden. Ich folge. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich das. Oh Mann. Oh, zum Kotzen. Wie dumm war das denn jetzt? Passiert. Es passiert mir zum Glück nicht allzu häufig, dass ich mich dermaßen verklicke. Aber dumm ist es halt trotzdem. Eieieiei, das war jetzt richtig doof. Gar nichts rausbekommen, das ist halt dumm. So, jetzt muss man ganz kurz warten. Die Koalition muss erst weg. Logischerweise. Protestantische Religion kommt zu mir rüber. Wir entwickeln noch mal ein bisschen. So ein Scheißdreck. Steuernahmen plus 50% vorübergehend. Das ärgert mich gerade tierisch. Minimale Autonomie minus 10%. Das ist natürlich sehr schön. Oh ne, wir nehmen Regierungslimit. Wir nehmen auf jeden Fall Regierungslimit. Können wir das machen hier mit 15 Entwicklungen? Ja komm, machen wir mal. Machen wir mal. So, also mal ganz kurz ein bisschen ruhig verhalten hier. Kirchenstaat kann durch. Koalition muss mal kurz weg. Eine Armee könnten wir uns noch leisten. Toulouse hätte hier schon den Krieg erklärt, das ist interessant. Das ist tatsächlich interessant. Und nehmen wir das Prestige. Wir bauen hier mal noch ein paar Schiffe. Geben wir das Prestige wieder her. Nehmen wir Prestige. Edirne wäre gleich soweit. So. Edirne ist soweit, wollte ich sagen. 3000. Das ist viel, das dauert noch ein bisschen. Wir könnten aber mal sagen, dabei trainieren. Und tu mal ganz kurz die Armee komplett runter. Bis auf die 4 Armeen, die trainieren. Wie gesagt, wir haben ja eh gerade Koalition gegen uns. Da wo in Venedig. Venedig. Habe ich doch hier auf dich, Venedig, einen Kriegsgrund? Nein. Wir könnten natürlich auch die Koalition ihnen den Krieg erklären. Wäre halt auch eine Möglichkeit. Am besten mit einem gescheiten Kriegsgrund. Du bist nicht mit drinnen. Hormus. Will Polen, Litauen immer noch mitmachen. Ist halt schon heftig. Ich glaube, ich warte lieber, bis die ein bisschen abgeklungen ist. Ich glaube, das ist scheiße. Wir sind aber bei 33 Minuten. Leute, ich würde sagen, für die Folge war es das mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.